Ganz viele Viren. Viren, die so rumliegen. Ja, super. Ja gut, dann gehen wir mal hier hin. Versuchen das mal zu hacken. Sicherheitsstufe 1. Wenn ich wüsste, was die einzelnen Sachen so bedeuten. Nuke. Ja, zum Not muss ich das abbrechen. Schwächen. Verbindung drin. Nochmal. Dip, 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 dip. So. Gehen wir da hin. Da hin. Los, komm. Okay. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt, das ist gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Phoenix Instant Messenger. Den Message. Archivierung. Dieses Gespräch wurde automatisch archiviert. Hivemeister, bist du da? Rangehen, rangehen, rangehen. Bitte. Mr. van Burgen. So eine Überraschung. Keine Zeit zum Plaudern. Seht Jobangebot noch? Kommt drauf an. Was tun Sie, Ari? Wofür ich bezahlt werde. Nur diesmal sind Klienten nicht zufrieden. Das ist sie nie. Arrangement war HK könnte eine Weile dauern. Okay. Scheiße, was soll das, Windmühl? Ich hab Triss Lady nie so wütend gesehen. BT Trupp unterwegs, keine Rücksicht. Befehle Flucht. Ja, empfehle Flucht, die Befehle. Nur für die Hives VIP. An diesem Samstag feiert das Hive 15 Jahre in Lower Hengsha. Komm und feier mit uns die ganze Nacht. Gratis Champagner von 19 bis 22 Uhr. Dienstag Ladies Oak Night. Augmentiere Ladies trinken gratis an jedem Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr. Donnerstag Tanzfieber mit den internationalen Superstar DJ Chung Ho. Mit den neuesten Vietnam Trance Tracks. Freitag Radikal Chic Night. Das Motto, mit dem alles angefangen hat. Kommt kostümiert als Freiheitskämpfer oder politischer Dissident. Dann gewinnt ihr vielleicht eine Gratisreise zum luxuriösten Wellness Center von Festland China, Yangtze Brise. Hoffentlich sehen wir uns im Hive. Aha. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malik. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name Ari van Broggen. Belthauer soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Ich rede mal mit dem Besitzer, sagt er. Ja, mach doch nicht so einen Krach, Kerl. Ja. Schnell weg hier. Ha, hängst du noch ab? Warte mal. Was ist denn das hier für eine Tür? Mal gucken, was hier drin ist. Eine Pistole? Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Wir haben noch das Bad. Schmerzmittel, die nehmen wir natürlich mit. Haben wir hier noch was? Turnschuhe. Noch ein Viren-Scan-Gedöns. Leichensäcke. Und Turnschuhe. Na gut. Ja, wer Leichensäcke gerne in sein Haus hat. Mich soll sie nicht stören. So. Ach, guck mal, hier kommen wir auch raus. Dann nehmen wir hier noch das Bier mit. Und dann gehen wir hier raus. Okay. So in diese Richtung.
Hongkong Richtung. So, dann bewegen wir mal das gute Stück zur Seite. Machen da wieder zu. Und stellen ihn wieder richtig hin. So, wir waren nie hier. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Was haben wir denn hier? Ah, die Tür ist auf. Ja, das ist ja praktisch. Hier haben wir noch ein paar Munitionsdinger. Kühlschrank bewegen. Ja, toll. Was habe ich davon? Wenn ich den Kühlschrank bewegen kann? Ja, das kann ich den Kühlschrank. Ja. Ist egal. Unnütze Funktion. Na, ja, das ist ja auch hübsch hier. Hübsch, hübsch. Wasserhahn. Nee, mit dem Wasserhahn wollte ich gerade nicht spielen. Aber sonst haben wir hier auch nichts, ne? Wir können auch nicht aufs Dach oder so. Jetzt müssen wir auf dem Balkon. Balkon. Okidoki. Schauen wir mal auf der anderen Seite noch vom Flur. Oh, oh. Das habe ich gesehen. Haben Sie genug? Was will er denn von mir? Ja, einfach mal im Flur ballern. Was für Pfosten. Ja, wie, wo ist er hin? Er war doch gar nicht da. Aua. Du willst mich doch verarschen. Mensch, warum haben die denn... Warum stehen die da? Warum ist das denn so? Das ist doch... Nö, das geht so nicht. Toll, bin ich wieder hier drin. Okay, noch einmal. Gehen wir hier nochmal rein. Nehmen wir nochmal die Sachen mit. Hier war, glaube ich, nichts. Nö. So. Hier können wir das Schmerzmittel mitnehmen. Okay, hier war das Bier drin. Genau, da haben wir das Bier. Machen wir zu. Alles gut. Oh, speichere ich nochmal. Warum greifen die einen denn sofort an, nur wenn man da mal langläuft? Unglaublich. Ist direkt als Verbrecher behandelt hier. Also, wir müssen das noch zumachen. Na gut. Nehmen wir den Fahrstuhl. Na komm. Kann schon passieren, wenn man einen Fahrstuhl benutzt. Außer, dass man ihn nicht benutzen darf. Außerdem finden wir so noch raus, wo wir da hätten reingehen können. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Bestimmt. Irgendwer will bestimmt immer ein Stück vom Kuchen. Okay, dann gehen wir mal hier wieder über die Dächer. Ob wir auch nochmal nach oben kommen? Fände ich ja interessant, aber vermute ich nicht. Weil oben sind bestimmt nicht so viele böse Burschen. So, wo kommen wir denn hier wieder runter? Hallo. Keine Bewegung. Wir müssen hier weg. Kommen Sie raus! Nein. Ich komme nicht raus. Aha. Oh, falsche Taste. Los, lauf! Mann, was wollt ihr denn von mir? Ja,
Ja, ich weiß. Deswegen tue ich es ja nicht. Was zum Geier war denn das? Das habe ich gehört. Komm ich doch. Kommen Sie raus! Mensch, jetzt hau dir noch ein paar. Alter, da kommen ja alle an. Das reicht jetzt. Ja, finde ich aber auch, das reicht jetzt. So, muss aber weg hier. Okay. So, weg sind wir. Da da dam 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 da dam. Kommen wir hier durch? Sicherheitsstufe 1. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir das. Ja, komm. Noch hinne. Zugriff so, gewährt. Okay. Haut bloß ab. Wir sparen. So, schnell hier hoch. Ich hoffe, dass das was hilft. Echt? Wie schnell die mich immer hier wieder kriegen, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich bin zu unvorsichtig. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Naja, hier scheint alles ruhig zu sein. Lalala, hallo. Hey, Amerikaner. Hey. Yankees vor. Wollen Sie sich amüsieren? Nee, danke. Ich möchte ins Hive. Ich will mich nicht amüsieren. Wäre schön, wenn du mal ein paar wenn du mal ein paar Waffen oder sowas hättest. Was haben wir denn hier? Wo können wir denn? Da können wir es aufmachen. Hacken! Wir hacken den Schrecken. So. Stopp. Ah, mit Stopp können wir das also anhalten. Kurzzeitig. Zugriff gewährt. Dankeschön. Was haben wir denn da? Credits. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay. Guten Tag. Ja, ja. Irgendwas Chinesisches, bla bla. Keine Ahnung, was der von mir will. Ich hab nichts zu verkaufen. Geh doch weg. Oder wie du heißt. So. Die sind wir los. Okay, das sind alles irgendwie Futtersachen hier. Wo haben wir denn den. Na, wie heißt er? Den Waffenhändler. Kann ich hier mal runterspringen? Okay. Zumachen. Ich bin weg. Tschüss. Ich bin immer weg. So, was haben wir hier? Update. PDA zu Medienarchiv hinzugefügt. Ja, können wir nachher mal gucken. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht gar nicht gesund aus. Da brauchen wir bestimmt diese Giftgasgedönsel, die man da, Augmentierung, die man sich da holen kann. Ja, vielleicht können wir auch unten rumlaufen. Da scheint es wieder hoch zu gehen. Ja, so wie es aussieht, müssen wir doch lang. Hier scheint es überall Ratten zu geben. Wie kann das nur? Ist ja unglaublich. So.
Ah, hieß das Hotel. War das nicht im Hotel? Mit dem Waffenhändler? Mein Wohl. Ja. Das geht weit runter. So. Da ist nichts drin. Na gut, dann machen wir wieder zu. Guten Tag. Sie wollen beste Innenstadt? Ja. Sie hier richtig. Echt? Sie sich überzeugen selbst auf Computer. Alles klar. Hier haben wir ihn doch. Das ist ja super. Wodka. Verkaufen. Bier. Verkaufen. Brauchen kein Bier. Schmerzmittel behalten wir. Das behalten wir auch. Die Waffen. Ja, die behalten wir auch alle. Typ, typ, typ. Grasgranate werden wir auch behalten. Elektroschockpfeile. Ja, bei Elektroschockpfeilen bin ich mir nicht so sicher. Aber die werden wir auch behalten. Was können wir denn hier kaufen? Raketen. MP-Munition, Präzisionsmunition. Schalldämpfer. Minimierung des Schussgeräuschs. Der Schalldämpferaufsatz. Psst. Passt perfekt auf den Lauf einer Waffe und sorgt dafür, dass beim Abfeuern der Großteil des entstehenden Geräusches absorbiert wird. Der Knall ist nur sehr geringer Entfernung noch zu hören. Der Aufsatz ist keinerlei Einfluss auf das Schussverhalten der Waffe und ist kompatibel mit vielen der auf dem Markt erhältlichen Handfeuerwaffen, Gewehren und anderen Schusswaffen. Komm, davon nehmen wir nochmal eine mit. Zielsuchsystem. Schadensupgrade können wir auch mitnehmen. Laserzielsystem erhöht die Präzision einer Waffe deutlich. Das wäre vielleicht was für das Na, wie heißt das Ding? Präzisionsgewehr. Automatische Energieentriegelung. Ne, da brauchen wir nicht. Splittergranate, EMP-Granate, die können wir mal mitnehmen. Fernzünder, Sprengsatz. Nicht so wirklich jetzt. Glück und Reichtum für Sie. Ja, Glück und Reichtum auch für dich, mein junger Freund. So. So, Schadensupgrade. Kombinieren mit der hier. Dann haben wir hier noch Schalldämpfer. Kombinieren mit der hier. Hallo. Okay, was haben wir hier noch? Laserzielsystem. Kombinieren mit dem da. Okidoki. Betäubungspfeile. Und wir müssen mal ein bisschen hier aufräumen. Damit wir dann auch wieder ein paar Sachen mitschleppen können. Granate. Hier die ganzen Würmers. Was? Jo. Die Würmer, die Würmer. Nein, du sollst das Ding da hinstellen. Dankeschön. Okay. Hat geklappt. Über Henschel erzählen, falls jemand darüber nachdenkt, was? Mit seiner Familie den Weihnachtsurlaub zu verbringen. Oh. Krieg ich diesmal einen kleinen Rabatt? Was? Tut mir leid, aber für die Nummer, die du willst, lasse ich dir keinen einzigen verdammten Credit nach. Komm schon, Süße. Ich kann diesen Monat kaum die Miete bezahlen. Willkommen im Club, Liebling. Ich kann die Miete nicht bezahlen, aber ich will mit dir schlafen. Aber das ist jetzt auch nicht so. Aber ich habe da ganz ausgefallene Sachen und ich kann dich nicht bezahlen. Aber würdest du, könntest du, machst du? Warten, Pfosten.